Susul, hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. So, ich hatte ja gar nicht daran gedacht, dass das ja hier weiterläuft, wenn wir bei unserer Tierärztin spielen, bei unserer Fay. Denn hier haben mittlerweile die Feen eingesetzt bei Gina. Da hatte ich echt gar nicht mehr dran gedacht. Gut, die sitzt hier noch relativ entspannt und isst ein Eis, aber sie ist schon in den Wehen. Ja, es geht jetzt los. Baby bekommen, das ging jetzt schnell. Ups. Willkommen, kleines Kind. Was auch immer das jetzt wird. Wird es ein Junge? Wird es ein Mädchen? Hoiabo. Dieses Bild, ein wunderschönes Standbild, während hier das Kind da ist. So, es ist ein Junge. Gina hat soeben einen Jungen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du ihn nennen? Ich hatte an sowas wie Cedric gedacht. Cedric finde ich eigentlich einen ganz coolen Namen. So, Mädchennamen hätte ich jetzt auch einige schon gehabt, die mir vorgeschlagen wurden, aber jetzt ist es eben genau ein Junge geworden. Der kleine Cedric. Der kleine Sadie. Ich bin gespannt, wie er aussieht, wenn er dann ins Kinderalter kommt. Im Kleinkindalter werde ich ihn, beziehungsweise eben auch ins Kleinkindalter, ich werde ihn auf jeden Fall nicht sehr lange in diesem Alter lassen. Ich bin kein Fan vom Kleinkindalter, vom Babyalter. Das wissen diejenigen, die regelmäßig die Videos gucken. Ich stelle ihn jetzt mit der Wiege hier oben rein. Dann schreit er zwar die Eltern wach, aber ist halt passend. Oh, jetzt habe ich die Kleine gerufen. Das wollte ich gar nicht. Lotte hat Hunger. Oh Gott. Sie möchte das Klo gleich verwenden. Ja, warte mal. Nee, nicht bitten, das Geschenk. Noch nicht hier drin. Warum kann ich ihr kein Leckerchen geben? Streicheln, loben. Warum geht das nicht? Warum? Ach, bei Fuß kann sie schon. Das ist ja auch krass irgendwie, ne? Baden können wir sie nicht, da wir keine Badewanne haben. Aber wir haben ja da hinten das Futter, ne? So, ist erstmal dein Eichhörnchen. Ist dein Eichhörnchen, Gina. Ist dein Eishörnchen, wollte ich sagen. Und dann hau dich hin. Ja, wir essen immer Eichhörnchen. Wer kennt es nicht? Die Finger sollte man aber nicht essen. Die sind so zäh, weil die so muskulös sind vom vielen Nüsse vergraben. Meine Güte, echt. Ich mal wieder. Ein Tierball könnten wir rein theoretisch mal noch kaufen und mit einem Hund spazieren gehen. Geht das mit den Welpen auch schon? Oder geht das mit den Welpen nicht? Hirnfrost? Das weiß ich nicht. Aber warte mal, wir kaufen jetzt mal einen Tierball. Der kommt auch hier hinten ins Wohnzimmer. So. Und ich habe keine Musik mehr. Weil deswegen. Zack. Und weiter geht's. Und nochmal zack. So. Tiere, Spielzeug, Ball, Ball, Ball. Diese beste Beschreibung, einfach nur Ball, Ball, Ball. Wo ist das Balli? Wo ist das Balli? Wo ist es denn? Oh Gott. Oh, das ist süß. Guck mal, das ist wie so ein Basketball. Das ist ja knuffig. Das kriegt sie. Balapapapa. Bam, bam, bababa, bam. Ich hätte irgendwie Bock, Cedric morgen schon altern zu lassen. Oh, möchte die kleine Maus mit dem Ball spielen? Ei, ist das süß. Oh, der Ball ist viel zu groß für dich, kleine Maus. Der Ball ist viel zu groß für dich. Den kriegst du nicht ins Maul. Aber ablecken geht. Oh, ist das süß. Ich kann mich immer noch nicht richtig einkriegen. Ich finde die Pets so süß. Ja, ich bin eine erwachsene Frau, die auf die 30 zugeht und ich finde es trotzdem urknuddelig. Ach Leute, ich habe da so einen Bock drauf. Es ist so süß. Oh, der Ball ist ein bisschen weggerollt. Ui. Kleines Balli. Die laufen so süß. Du darfst die Pflanze anschnuppern, aber markiere sie nicht.
Was los? Was los, kleine Maus? Musst du mal? Aber denkt ja mal nichts, der kleine Hund, der kleine Welpe. Aber sie schnüffelt alles an. Wollen wir ein... Aus welcher Richtung wird das immer gemacht, das Bild? Ich weiß es nicht, weil so sieht das nämlich echt doof aus. Ah, oh, das ist süß. Näher ranzoomen können wir nicht. Oh, das ist auch schon wieder doof. Ich verstehe das nicht so ganz, aus welcher Perspektive diese Simstagram-Bilder gemacht werden. Das sieht irgendwie immer doof aus. Oho, jetzt sind wir aber ganz flott unterwegs. Aufwischen, aber sie hat doch nirgendwo hingemacht, oder? Nö, das Aufwischen ist oben. Warte mal, hier bitte einmal, genau, was ist los? Weil irgendwas hat die kleine Maus ja, irgendwas hat sie. Sie hat Hunger. Aber hier hinten kann sie doch hin. Oh, Gina kann jetzt Kinder zu einem bestimmten Verhalten erziehen, okay. Und der Kleine hat anscheinend schon gejammert. Wir haben doch hier die Futterstation. Warum geht sie denn da nicht dran? Das verstehe ich nicht. Sie müsste da doch locker hinkommen. Naja gut, wir können ihr hier auch rein theoretisch nochmal einen Napf hinstellen. Aber so ganz verstehe ich das trotzdem nicht, warum sie da nicht hingeht. Wo stelle ich den denn mal hin? Wo sieht der denn hier nicht ganz so deplatziert aus? So ein Napf passt halt nicht ins Wohnzimmer. Kommt dann mal dahin. So, Steven, kannst du den bitte noch eben füllen? Die kleine Maus schnüffelt alles an. So, und dann kannst du dich hier hinlegen. So, ihm geht's wieder gut? Ach ja, die sind ja wie... Stimmt, die sind ja wie Tiere. Die kann ich ja auch nicht anklicken. Ja, ich denke, wir lassen den Kleinen morgen schon wieder altern. Ich bin halt wirklich absolut kein Fan von Babyalter bei den Sims. Man kann nichts mit ihnen machen, sie schreien nur... Ja, nee, das ist doof. Das ist blöd. Dann machen wir ihm morgen das Zimmer hier fertig. Er muss Herrn Gina hat frei, Steven hat auch frei. Das heißt, es ist der perfekte Tag für schmutzige Windel wechseln, für den Geburtstag. Ach, guck da, das hat Steven jetzt schon gemacht. Er hat sogar schon Stufe 2 bei Erziehung erreicht. Was zur Hölle? Ja, du kannst dir gleich einen Becher nehmen. Aber wasch dir erstmal die Hände, bitte. So, Outfits ändern. So, hier. Da kommt jetzt noch gar nichts so Großartiges rein. Was da auf jeden Fall schon mal reinkommt, ist ein Kinderbettchen. Warte mal, ich gehe hier mal zu den Kleinkindern, dass ich da auch wirklich die auswähle. Kann ich die jetzt auch alle nicht mehr bauen? Doch, die bleiben noch da. Wahrscheinlich können die Tiere von vornherein nicht in Kinderbettchen hüpfen. Und wahrscheinlich gibt es deswegen dann halt auch keine Probleme mit den Kinderbetten. Aber das gefällt mir jetzt nicht so gut. Das haben wir hier. Das ist auch nur die eine Farbe. Stellen wir hier dann mal rein.
Irgendwas, was freundlich aussieht. Wie wär's mit den Blättern? Oder? Was haben wir denn noch so? Sie könnten wir auch nehmen. Das könnten wir auch da hinstellen, das Bettchen. Ich bin irgendwie immer so ein Fan davon, das irgendwie hier so an eine Wand zu stellen. Ich weiß auch nicht warum. Es ist irgendwie so... Es ist in mir verankert. So, das Zimmer würde ich ein bisschen größer machen. Und das andere ein bisschen kleiner. So gefällt mir das irgendwie von der Einteilung. Da kann man hier zum Beispiel einen Schreibtisch reinstellen oder hier das Bett oder sowas. Wenn dann hier mal noch Nachwuchs weiterer kommt. So, das gefällt mir rein raumaufteilungstechnisch besser. So, Beleuchtung. Machen wir noch eben rein. Da könnte man ja rein theoretisch auch hier diese Lampen nehmen. Aber ich finde die irgendwie immer so ein bisschen doof. Ich finde die Wolken, finde ich toll. Die liebe ich ja. Die finde ich richtig schön so als Zimmerbeleuchtung. Die reicht vor allen Dingen auch voll und ganz. So, eine Kommode packen wir hier auch schon mal rein. Und, oh Gott, die ist ja riesig. Haha. Aber die passt farblich halt überhaupt nicht. Und wenn wir das doch in der Farbe hier machen, mit den, so wird es halt farblich dazu passen, ne? Man kann das ja ansonsten dann ein bisschen bunter machen. Ja, schauen wir dann mal. Ich möchte jetzt erstmal noch ein bisschen weiter spielen. Okay, jetzt frisst Lotte. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn uns jetzt der Hund verhungert. Was ist jetzt mit ihm schon wieder? Er jammert schon wieder. Kümmer dich mal um dein Kind. Es jammert. Da ist was kaputt. So, und schon ist er ruhig. So ist das mit den Männern. Hm? Oh, Hirnfrost. Esst nicht immer das Eis so schnell. Mann. Genau, älter werden. Das machen wir gleich direkt, weil wie gesagt... So. Eine Nacht im Kindesalter, im Babyalter reicht. Den Geburtstag feiern wir im Wohnzimmer. So, dann können die beiden nämlich zusammen aufwachsen. Das ist dann doch voll cute. So, geh mal dahin und zieh dir was an. Outfit ändern, zieh dir irgendwas an, zieh dir das an. So, älter werden. Ihr könnt mich dafür hassen. Oh, Ocean hat Cedric ein Geschenk geschickt. Es wird bald mit der Post eintreffen. Das ist ja süß. So, engelsgleich, albern, wild. Es ist dann albern. Albern und neugierig. Diese kleinen Kinder erzählen gerne Witze und sind verspielt. Sie bauen etwas schneller Fantasiefähigkeit auf. Engelsgleich, anhänglich, charmeur, wild. Es ist oder unabhängig. Diese kleinen Kinder lieben ihre Freiheit und mögen es nicht, von ihren Pflegepersonen befürwortet zu werden. Sie bauen zusätzliche Fähigkeit auf, wenn sie alleine gelassen werden und brauchen weniger Aufmerksamkeit als andere Kinder. Das machen wir jetzt einfach mal. Das hatten wir noch nie. Oh, deine Arme sind kaputt. Oh, ist der Kleine süß. Ich will ihn gleich mal, ich will, dass er mit der Kleinen kuschelt. Oh. Genau, setz ihn mal ab. Wo, da. Zeig ich schon, oh Gott. Brabbeln, streicheln, gemein, anbrüllen, verscheuchen.
Ich möchte, dass er sie streichelt. Ups. Bewegungsfähigkeit erworben. Kleinkinder, die sich auf Bewegung konzentrieren, kommen ganz schön in der Welt herum. Mit der Bewegungsfähigkeit können Kleinkinder schneller gehen, laufen, Treppen steigen und tanzen, tanzen, tanzen. Kleinkinder können sie verbessern, indem sie herumgehen, mit Stapelblöcken bauen, tanzen oder mit Erwachsenen ringen. Ups, guck mal, du hast ja jemanden, der dich kennenlernen möchte, kleine Maus. Oh, fall nicht hin. Oh, oh Gott. Oh, ist das süß. Oh Gott, und Steven findet es auch goldig. Cedric hat soeben mit Lotte Freundschaft geschlossen. Das ist ja voll niedlich. Oh Gott, umarmen. Verstehe, was war das Süßeste? Das Süßeste, was in deiner Beziehung passieren kann. Oh. Das ist voll knuffig, aber ich fand fast das Streicheln noch süßer. Was soll er jetzt machen? Das Kleinkind überprüfen. Oh, Lotte läuft hinterher. Es läuft hier schon das Kinderprogramm. Schon alles perfekt eingerichtet auf die neuen Umstände hier. Ach Gott, das ist einfach so herzig. Die beiden werden die besten Freunde werden. Ah, sie sind eine richtige Familie. Ah. So ein richtiger kleiner Draufgänger ist er schon. So, Kommunikationsfähigkeit hat er erworben und die Fantasiefähigkeit. Hups, wir sollten aber auch nochmal schauen, dass wir die kleine Maus mal rausbringen. Sie muss ja auch mal irgendwann hier, guck mal da, loben. Wo geht er jetzt hin? Wo will er hin? Oh, er ist glücklich, haarige Gefühle, weil er mal Hunde umarmt hat. Mit einem Tier zu kuscheln ist wie eine Therapie. Wollte er gerade. Kinderkanal. Tanzhilfe? Nein, Tanzhilfe braucht man nicht. Der tanzt alleine. Der kann das. Zur Musik wippen. Ach nee, das geht aber gar nicht. Sie mag das auch nicht, wenn es niedrig ist. Lotte beruhigen. Vielleicht lernen sie dann, dass ja die Anlage doch nichts anderes, auch doch nichts Schlimmes ist. Alles gut, kleine Maus. Alles prima. Jawohl. Oh oh. Nee, doch nicht. Da, heb sie mal bitte hoch. Er ist wütend, warum? Tanzwütig, weil sie Musik getanzt hat, aber warum? Zu viel getanzt. Jetzt hat er keinen Bock mehr auf Tanzen. Warte mal, wir müssen mal Emma rausbringen. Jetzt haben wir hier ernsthaft, jetzt haben wir hier zwei. Das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen, dass ich mir hier zwei Kinder in Anführungsstrichen anlache. Nee, nimm die Kleine mal hoch und bring sie raus. Jetzt will sie noch ein Quietschi kaufen für den kleinen Schlingel. So, und jetzt Lotte bitte draußen ab. Jetzt hat sie sie schon wieder abgesetzt. Du sollst sie draußen absetzen. Ansonsten macht sie gleich verständlicherweise drinnen rein. Lotte da absetzen, bitte. So.
Das ist tatsächlich gar nicht so praktisch, wenn man einen Welpen hat und man hat ein Haus mit Fundament. Das ist dann ein bisschen blöd. Anschiss. Hat sie gerade gesagt Anschiss? Sehr gut machst du das, Lotte. Ganz toll. Der hat aber weit geschissen. Lotte. Hochheben, wegwerfen. Warum sollte man denn einen Haufen hochheben wollen? Das ist ekelhaft. Wir sollten definitiv nicht nur ein Quietschi kaufen, sondern auch noch etwas zum Spielen für unseren warum bin ich in den Bauchmodus gegangen, um das wegzupacken? Ich wollte ein Quietschi kaufen und ich wollte ein Quiek, genau. Das hier war auch ein Quietschi, oder? Legen wir mal dahin. Und wir sollten auch noch irgendwas kaufen für unseren kleinen Cedric. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Ein Hochstuhl. Kaufen wir einen Hochstuhl? Oder kaufen wir... Ach, verdammt, wir müssen ja jetzt noch ein... Wir brauchen ja ein kleines Töpfchen. Das kommt dahin. Und irgendein kleines Spielzeug hätte ich gerne auch hier drin. Verschiedenes Kleinkinder. Wo ist denn? Ach, hier, da. Bauklötze zum Beispiel. Und wo ist das Tablet? Da unten ist das Tablet. Wir packen hier aber mal nur die Bauklötze hin. So, dann kann er hier damit spielen. So. Ja, genau. Hol die Scheiße von draußen nach drinnen, damit es drinnen noch mehr stinkt. Kannst du jetzt nicht auch schon weiterentwickeln? Genau. Ja, dann pack's doch weg. Oh, die Tiere zählen auch mit. Jetzt kriegen wir schon 40 Simoleons pro weggeworfenem Teil. Das ist natürlich auch super. Ah, er bebrabbelt sie. Auch ein Fay ruft an. Herzlichen Glückwunsch zum Familienmitglieden. Schreibt eine SMS, wollte ich sagen. Ach, schön. War süß. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, für heute verabschiede ich mich von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.